Kisten. Na, komm mal her. Schau mal, du willst nicht, hä? Na, komm her, mein Kleiner. Dum, dum. Na, weg ist er. Ich muss noch später mal meine Einstellungen nachgucken. Irgendwie bin ich es nicht gewohnt, dass er sich von selbst auflädt. Wo kam ich eigentlich hier nochmal hin? Haupthalle, ja. Okay. Muss ich doch hier irgendwo gucken. Irgendwo war ein Weg nach oben. Oder links oder rechts oder überhaupt. Na? Ach ja, hier ist alles vergittert. Da kommen wir noch nicht rein. Das ist scheiße. Also gehen wir mal hier lang. Muss ich mal überlegen. Ach ja, genau. Dieser Raum. Ja, da kommen wir dann auch später erst durch. Aber wenn ich schon mal hier bin, dann kann ich gleich Folgendes machen. Das Essen ist abgeräumt. Schön. Weil mir jetzt gerade noch einfallen würde, wo dieser Weg war, wo ich hin wollte. Ich werde den Weg schon wieder finden. So, hier ist dicht. Das ist klar. Also gehe ich einmal rumherum. Und wir drehen uns rundherum. Dumbi-dum. Ich muss sagen, diese Burg gefällt mir richtig gut. Erinnert ein bisschen an Resident Evil 4. Ja. Ach stimmt ja, jetzt kommt ja die lustige Passage. Jetzt sind wir ja bald so weit, wie ich es wollte. Schon wieder. Ja, also wie gesagt, ich muss dann später echt nochmal die Einstellung nachgucken, weil ich bin es echt nicht gewohnt, dass er den Trigger hier irgendwie selbst auflädt. Oder habe ich jetzt halt irgendwas freigeschaltet vom Kaufen her? Habe ich jetzt gar nicht aufgepasst. Komisch. Und Hackfleisch. Okay. So, alles schön brüchig hier. Dazu kommen wir später noch. Ich bin ganz allein in einer großen Burg. So. Ja, sieht richtig heimisch aus, hä? Da ist jetzt dann halt Schnelligkeit gefragt. Na, scheiße. Ja, wir müssen schauen, dass wir nicht an diesen Stacheln hängen bleiben. Und das kann jetzt ein Weilchen dauern. Weil das habe ich beim letzten Mal auch erst nach 5, 7 Versuchen geschafft. Und jep, jedes Mal, wenn wir dann wieder hier unten landen, müssen wir erstmal wieder Gegnerwarte blattwalzen. Aber die sind ja kein Problem. Schimmide. So, komm mal her, du. Danke. Okay. Bäh, da lang. Na ja gut, einen Vorteil hat die Sache. Wenn man abstürzt und die Gegner neu machen darf, kriegt man wenigstens ein bisschen Energie und Kugeln zurück. Kann man später wieder richtig schön Zeug kaufen. Und jetzt nochmal, da muss ich mich jetzt dann echt ein bisschen konzentrieren. So, hier ein bisschen. Ah, das war schon ein bisschen zu viel des Guten. So. So, jetzt aber. Gut. So, und jetzt. Fast. War auch nur fast. Aber geht doch!
So, wir sind oben. Haha. Wir können hier übrigens nicht durch, weil ihr seht ja. Ihr könnt euch jetzt denken, was das sein könnte. Nein, könnt ihr nicht. Das ist eine Barriere, die hält einen auf. So, da haben wir natürlich auch eine schöne Blockade. Ach, wie ich diese Blockaden liebe. Nicht. Hey Jungs, wollt ihr bei mir im Team mitspielen? Na? Das ist teilweise immer so eine total bekloppte Ansicht. Da denkst du, du stehst direkt unter dem Ding und in Wirklichkeit hängst du noch einen halben Kilometer entfernt. Doof. Hey, es schneit. Hier haben sie kein Geld mehr für eine Tür gehabt. Ach, und euch Jungs kenne ich ja. Na hallo, wie geht's euch denn? Und auf die Ömme. Na? Ich muss echt dringend mal die Einstellung kontrollieren. Ich bin's wirklich nicht gewohnt, dass der automatisch den Ding auflädt. Also eben den Arm. Ich habe jetzt auch teilweise mit Fertigkeiten genommen, wo ich da noch nie drin hatte. Könnte auch daran liegen. Ich hätte vielleicht mal richtig durchlesen sollen. Nee. Na? Und put ist er. So schnell kann's gehen. Leise rieselt der Schnee. Dumbi-du-di-du. Wasser. Schön. Na, 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 na. Ja, und ich weiß jetzt, was jetzt für ein Spruch kommt. Da ist eine Kugel auf der Säule. Die habe ich aber auch beim letzten Mal nicht gekriegt. Und ich verdödel jetzt hier nicht meine Freizeit, um an das Ding zu kommen. So, das hier ist ein rotfarbiger. An dem kann ich leider nichts machen. Ihr werdet schon noch sehen, warum. Meine Güte. Was mir beim Liegen laufe ich eigentlich gerade richtig? Ja, ich werde es ja gleich wissen. Ich meine zumindest, dass ich richtig laufe. Aber ich kann viel meinen. Schmidu, ich hau dir auf die Fresse. Oh, futsch ist er. Schade. Ich bräuchte einen Kaffee. Was muss ich auch immer so spät abends aufnehmen? Schlimm. Da-di-da-di-da. Nerolein ging allein in das große Schloss hinein. Wie komme ich immer auf so einen Scheiß? Ich weiß es nicht. Ganz ehrlich. Ich hau dir auf die Ömme. Ja, oder baller erstmal drauf. Warum auch immer. Danke. So, Blockade weg. Gott sei Dank. Jetzt können wir uns mal mit den ganzen anderen Türen auseinandersetzen. Darf es Tür Nummer 1 sein? Die uns so freudig entgegenlacht. Ach ja. Ich hätte nie erwartet, dass mich in einem Raum plötzlich Gegner anfangen könnten. Ernsthaft? Da, da, da. Ich hau dich. Da, 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 da. Und auf die Wimme. Da-di-da-di-da. Ihr macht ja die ganze Bude unordentlich.
Ja, ich sprech mit dir, du hast die ganze Bude dreckig gemacht. Führe ich gerade Selbstgespräche mit Nero? Oh Gott. Das ist kein gutes Zeichen. So, ihr Jungen, es geht auch Schrott. Danke. Hier durch. Schalali und Schalala. Schubalalalala. Einkaufen. So, jetzt muss ich aber mal kurz nachgucken. So, na, schade. Also darauf werde ich mir sparen. Da macht er nämlich einen schönen Speed-Bonus. Jetzt muss ich aber mal kurz nachschauen. Was habe ich denn alles gekauft? Aufgeladener Schuss? Ja, das sind eigentlich Schüsse, die ich aufladen muss. Kann ich echt nicht verstehen, warum er... Muss ich echt mal in der Einstellung nachgucken, aber irgendwie bin ich es nicht gewohnt, dass er von selbst die Dinger auflädt. Oh, doof. Hm, Bücher. Kann man lesen. Tut aber nicht. Didn't figure this guy for a bookworm. That's one way to get yourself shot. So, you after this guy too, or just here to catch some demons? Ich glaub, der will nicht spielen. Silent type, huh? Well, that's annoying. What's your friendly banter? You wanna fight? Come on. Das sind schon ein paar tapfere Gegner. Also da empfiehlt es sich wirklich schön mit dem Ding hier drauf zu prügeln. So, kommst du wieder runter? Sei brav! Ja, die blocken ganz gerne mit dem Schild, deswegen immer schön von hinten drauf. Und schon ist er platt. Aber er hat ja seine Freunde mitgebracht. Finde ich ja schön. Danke. Hackfleisch. So. Erstmal hin. Den. Und auf den Rücken. Denn der kann auch entzücken. Oder wenn ich drauf haue, in Flammen aufgehen. Der geht ja ab wie Schmidts Katze. Und ab mit dir. Blechdose. Nö, überhaupt nicht. Da etwas drin? Gehen wir doch mal rein. Kommen Sie rein, dann können Sie rausgucken. Hey! Geschafft! Okay. Gut, kann ich mitleben. Hm.
So, aber hier speichere ich jetzt dann einfach mal, weil dann ist auch wieder genug fürs Erste. So, hier sehen wir übrigens meinen letzten Speicherstand. Ja, 11 Stunden. Ich weiß, was ihr sagen wollt. Okay, also. Wir sind dann fürs Erste fertig hier. Es geht dann beim nächsten Mal wieder weiter mit Devil May Cry 4. In diesem Sinne. Moment. Jetzt muss ich aber mal ganz kurz nachgucken. Optionen. Steuerung, Untertitel, Sound, Spieleoption. Ich muss mich später nochmal mit befassen. Ah ja, okay. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Devil May Cry 4. Tschö, tschö.